war eine verrückte Nacht, hm? Hast du vor diesen schlimmen Fingern keine Angst gehabt? Doch, ich hatte Angst, aber was konnte ich tun? Ich glaube, es ist das Beste, wenn ich wegen heute Nacht nicht so viele Fragen stelle. Was meinst du? Schon möglich. Weil das so eine Nacht ist, wo echt eigenartige Sachen passieren. Naja, und da habe ich gedacht, ob ich dich mal was ganz Eigenartiges fragen kann. Hättest du Lust, mich zu küssen? Und was ist mit ihm? Wir machen alle mal Fehler, oder? Okay. Okay. Und wohin willst du ihn? Kann ich dich mal was fragen? Ja. Was bedeutet dir Lisa? Oh, ich liebe sie. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber ich meine, es ist ganz eindeutig eine andere Art von Liebe, verstehst du es? Es ist mir schwesterlich. Eine große Schwester, du weißt schon. Aber sie ist so unglaublich schön. Ja, sie ist unglaublich schön. Und ihr Körper ist so, er ist göttlich. Ja, eine nette Figur. So toll, dass ich meine, was bin ich schon verglichen mit ihr? Debbie, Lisa ist so, wie ich mir Mädchen immer gewünscht habe. Bevor ich wusste, was ich wollte. Eins steht fest, wenn ich es nochmal tun könnte, sie müsste aussehen wie du. Ganz ehrlich, ich meine es wirklich ganz ernst, wenn ich das sage. Ich bin ein verdammt ehrlicher Junge, ich meine es ganz ernst. Mistkerl. Wenn das so in meinem Zimmer aussieht, dann ich erschieße ihn 2 bis 3 Mal, ich schwör's. Er wird sich danach nicht mehr wiedererkennen. Ruhig. Chad! Wo ist mein Bruder? Keine Ahnung. Du bist so gut wie tot, Pilger. Chad, das ist ihre Nase. Also hör mal wirklich, sie hat nichts damit zu tun. Okay, dann töte ich dich. Und sie kommt hier raus mit einem Schuss in die Kniescheibe. Ich komme wieder. Das ist Whites großer Bruder Chad.
Er ist so eine Art Arschloch. Also, ich fand die letzte Nacht unheimlich schön. Ich wette, ich bekomme einen Monat Stubenarrest oder so, aber... Ich werde auf dich warten. Hilly, ich liebe dich. Oh Mann! Ich möchte dir für eine tolle Nacht danken. Ich ebenfalls. Deb, übrigens, ich muss dir was gestehen. Ich bin eigentlich gar nicht so cool. Das ist nicht mein Auto. Das ist auch nicht mein Anzug. Und niemand von den Leuten war mein Freund. Wieso erzählst du mir das alles, Gary? Weil ich will, dass du mich so magst, wie ich bin. Du gefällst mir, alles andere ist egal. Ich machte eine Fliege, weil ich... White und ich müssen noch mit Chad fertig werden.